Kollegin Paul das Wort. Bitte sehr, Frau Abgeordnete. Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Kamieth, Herr Hafke, dass Sie sich jetzt dafür abfeiern, dass Sie in Ihrer eigenen Regierungszeit was tun, finde ich schon ganz bemerkenswert, dass die jetzigen Dinge, die Sie in dieses Reformchen geschrieben haben, auf Ihren Mist zurückgehen, ist doch logisch. Schließlich, auch wenn das vielleicht eine Neuigkeit für Sie sein sollte, regieren Sie ja in diesem Land. Logisch also, dass es Ihre Verantwortung ist. Ich will mal versuchen, ein bisschen mehr im familienpolitischen Zeitgeschehen zu bleiben, als das ja in den Debattenbeiträgen vorher der Fall gewesen ist. Trotzdem ein kleiner Rückblick sei mir gestattet. Im Landtagswahlkampf warf die FDP ja recht großspurig mit dem Slogan Weltbester Bildung um die Gunst der Wählerinnen und Wähler. Und garniert wurde das dann mit dem ewigen Mantra, man hätte bei Regierungsübernahme ja nichts an Planungen zur Reform einer Kita-Finanzierung vorgefunden. Aha. Mit dem aktuellen Entwurf zum Kiebitz-Reformchen zeigt sich dann A, an der eigenen Messlatte zu weltbester Bildung droht man doch mal zu scheitern. Ich will mal sagen, nicht gerissen, sondern sind einfach glatt drunter durchgesprungen unter dieser Messlatte. Und mir stellt sich auch nach wie vor die Frage, wenn der Minister bei Amtsantritt auch mantraartig immer vorträgt, er hätte nichts vorgefunden, mich beschleicht immer noch der Eindruck, Sie hätten auch keine eigene Idee mitgebracht. Aber gut, da scheinen unsere Meinungen irgendwie auseinanderzugehen. Aber ganz ehrlich, Herr Minister Stamm, mit diesem Reformchen, mit dem, was Sie hier jetzt vorgelegt haben, und mit dem ist es ja bereits groß auch ausgerechnet worden, woher die Finanzmittel kommen. Das ist jetzt nicht das ganz große frische Geld, was hier mit diesem Haushalt dann dazukommt, sondern es sind Mittel des Bundes, es sind Mittel der Kommunen, es sind Mittel, die Sie schon im letzten Haushalt eingestellt haben, die Sie einfach übertragen. Das rechnen Sie alles zusammen und dann kommt da die großartige Zahl von 1,3 Milliarden raus. Wenn man das kleinrechnet, schnurrt das alles ein bisschen zusammen. Und mit diesem Reformchen, Herr Minister Stamm, drohen Sie nicht nur an der eigenen Messlatte der weltbesten Bildung zu scheitern, sondern ehrlich gesagt auch an der eigenen Mutlosigkeit. Denn von wirklichem Reformwillen atmet dieser Entwurf ja nun nichts. Sehr geehrte Damen und Herren, ich will überhaupt nicht bestreiten, dass die Herausforderungen groß sind. Das ist gar keine Frage. Ich glaube, da sind wir uns in diesem Haus auch alle einig. Der Ausbau muss weiter vorangetrieben werden. Die Fachkräfte müssen gewonnen und vor allem auch gehalten werden. Und wir brauchen auch eine größere soziale und regionale Gerechtigkeit, was die Beitragsgestaltung angeht. Aber am wichtigsten ist in der Tat, die Qualität zu steigern für eine wirkliche frühkindliche Bildung, die diesen Namen auch verdient. Und nun kommen wir doch mal auch auf Ihren bemerkenswerten Entschließungsantrag, den Sie uns hier noch kurz auf den Tisch gelegt haben. Und das, was im Übrigen auch das Bündnis Mehr Große für die Kleinen zu diesem, auch bei Ihnen wieder noch mal in dem Entschließungsantrag auftauchenden Punkten sagt. Denn dieses Bündnis Mehr Große für die Kleinen, die übrigens morgen eine große Demo angemeldet haben, so viel dazu, dass das ganze Land flächendeckend nur auf Schwarz-Gelb und diese Reform gewartet hat und alle in Jubel ausgebrochen sind, so viel dazu. Dieses Bündnis attestiert Ihnen mit dem Entwurf, dieser Entwurf sei rein finanzgesteuert und rücke weder, und jetzt, Herr Kamieth, hören Sie da noch mal zu, rücke weder das Kindeswohl noch die personelle Ausstattung oder gute Arbeitsbedingungen in den Fokus. Und da muss man Ihnen sagen, liebe regierungstragende Fraktionen, lieber Herr Minister, bei Ihnen regiert doch das Prinzip Hoffnung. Oben wird Geld reingeschüttet in der vagen Hoffnung, dass unten möglicherweise Qualität rauskommen könnte. Denn, und das ist doch der entscheidende Fehler, der Systemfehler bei den Pauschalen zu bleiben, statt sie durch eine anständige Sockelfinanzierung zu überwinden, bleibt doch erhalten quasi als Laschet-Reminiszenz. Herr Minister, dürften Sie nicht weitergehen, weil Herr Laschet einfach dabei bleiben wollte, dass es sein Kiebitz-Gesetz war? Oder wollten Sie nicht weitergehen als das? Und dann schauen wir uns doch mal an, was Sie alles in Ihrem Antrag aufgeschrieben haben und was das Bündnis im Grunde genommen, was morgen eben diese Demo angemeldet hat, was das in Beziehung zueinander heißt. Sie schreiben in dem Antrag was von Flickwerk und strukturelle Ursachen der Unterfinanzierung wurden nicht überwunden. Das ist doch genau die Kritik, die an Ihrem Gesetzentwurf jetzt auch formuliert wird. Es ist weiterhin Flickwerk und es ist weiterhin ein Festhalten an einer Struktur, die sich als gescheitert erwiesen hat. Und wo sind denn die festgeschriebenen Maßnahmen zur Entlastung? Das ist doch auch Prinzip Hoffnung, was hier regiert. Sie haben an der Personalbemessung nicht das eingelöst, was eigentlich auf der Tagesordnung stehen würde.
Bei der Fachkraft-Kind-Relation. Sie schreiben was von verbessertem Fachkraft-Kind-Schlüssel. Weit und breit keine festgeschriebene Fachkraft-Kind-Relation. Das wäre eine wirkliche Verbesserung. Und bei der Frage von Verwaltungs- und Hauswirtschaftskräften, weil Sie in dem Antrag geschrieben haben, Sie würden das pädagogische Personal entlasten. Auch dort kein Wort dazu, wie die Kitas Ihr pädagogisches Personal entlasten könnten durch Verwaltungs- und Hauswirtschaftskräfte. Auch das soll nicht von Ihnen finanziert werden. Da regiert in der Tat Prinzip Hoffnung. Sie haben die Kurswende verpasst, die Sie eigentlich aufgeschrieben hatten in Ihrem Antrag, und die Chancen vertan. Denn was bräuchten wir denn eigentlich in der realistischen Personalbemessung? Die Fehlzeiten durch Urlaub, Krankheit, Fortbildung müssten seitens der gesetzlichen Finanzierung doch abgebildet werden und nicht sozusagen verschoben werden auf Träger und Einrichtungen, wie Ihr Entwurf das vorschlägt. Und auch die mittelbare und unmittelbare pädagogische Arbeit müsste vernünftig aufgeschlüsselt werden. Hauswirtschaftskräfte sind bereits angesprochen worden. Auch das Fehlanzeige. Kostenlose Verpflegung, das wäre mal ein sozialpolitischer Beitrag. Auch das, kein Wort dazu im Gesetzentwurf, auch da ducken Sie sich weg. Und die Verstetigung der Bundesmittel? Ja, sicher. Auf jeden Fall muss diese Verstetigung der Bundesmittel kommen, denn der Kollege Hafke hat es ja gerade angedeutet. Denn sonst kommen wir nämlich in die unkommode Situation, dass dies ein ungedeckter Wechsel ist durch Ihr zweites beitragsfreies Jahr, was dann in der Finanzierung des Landes zulasten eines Ausbaus der Qualität geht. Auf jeden Fall müssen diese Mittel verstetigt werden, das ist gar keine Frage. Und die Landesregierung ist hier natürlich aufgefordert, sich in diesem Sinne auch weiter einzusetzen. Und nun erlauben Sie mir noch einen kleinen Hinweis auch auf die SPD-Fraktion. Den kann ich mir tatsächlich nicht verkneifen. Denn dass die SPD ausgerechnet eine schwarz-gelbe Landesregierung auffordert, die eigene Bundesfamilienministerin und den eigenen Bundesfinanzminister zum Jagen tragen zu wollen, um mal Herrn Kamieth aufzugreifen, das überrascht mich dann schon ein bisschen. Vielen Dank.